Mitten auf St. Pauli steht die härteste Kneipe Deutschlands, der Goldene Handschuh. Eine Legende, in der 22 Stunden am Tag Ausnahmezustand herrscht und in der nie zuvor so flächendeckend gedreht wurde, exklusiv und unzensiert. Sei doch immer geile Weiber im Laden. Der Ton rau bis zupackend. Stress ist an der Tagesordnung. Der Handschuh ist nichts für Weicheier. Ich kann nicht jeder rumhängen. Bis man so Eier hast oder nicht. Das macht den Scheiß im Keller, macht den Scheiß nicht bei uns. Aber reicht doch eine Ansage oder nicht? Reicht, ne? Einer der übelsten Stammgäste war dieser Mann, Fritz Honka. Der Frauenmörder fand hier seine Opfer. Leichte Beute aus dem Trinkermilieu. Betrieben wird der Kultclub von Familie Nürnberg in vierter Generation. Den Anfang macht Ex-Box-Profi Herbert 1953. Im Anschluss übernimmt Jörn Senior die Kiez-Kaschemme. Danach haben seine Söhne Jörn und Sascha das Sagen. Zwei Urgesteine, die sich durchboxen, nicht nur mit Worten. Heute steht Marco hinterm Tresen, der jüngste Spross aus der Dynastie Nürnberg. Mehr Geschichte geht nicht und mehr Party auch nicht.